markieren ihr Revier. Yannicks Revier. Die anderen wollen gewinnen und ich werde gewinnen. Ach, mein armer Yannick. Jetzt bei Make Love. Fake Love. Hi, mein Name ist Nico. Willkommen zu diesem Video. Willkommen zu Make Love, Fake Love, Folge 3. Leute, diese Folge hat es in sich. Wir haben sehr viele feuchte Höschen, including meine. Wir haben einen groben Striptease. Ich komme voll ins Stottern, weil ich so begeistert bin. Ich weiß auch nicht. Diese Folge, krass. Krass, krass, krass. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und mich wahnsinnig freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, dass ihr darauf Bock habt. Ich hab Bock drauf, ich weiß, es ist nicht Prince Charming, aber es macht irgendwie Spaß. Und wir sehen die ganze Zeit heiße Kerle. Hey, Oberflächlichkeit. Ich weiß, ich sag das jedes Video gerade. Ich bin schon wieder krank. Mein Immunsystem ist am Arsch. Ich weiß auch nicht, warum, Leute. Habt ihr irgendwelche Tipps? Immun-Life-Hacks? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich einfach mal eine lange Pause machen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich würde sagen, wir starten durch mit dem ersten Partner im Bett, den neuen Partnerinnen in der Villa, Gruppenstrippen und neue Material, wie jene sagt, in Folge 3. Let's go! Ja, wie gesagt, was gibt's hier heute in Folge 3? Kurzer Einblick mal hier, was es alles geben wird. Heute darf der Erste ran. Hallo. Und wie? Ulala. Und es kommen neue Partnerinnen ins Game. Für mich gibt's keine Konkurrenz. Gut sehen wir auch. Und dann das. Gruppenstrip für Jelis. Ein Sexiness Overload. Und neue Männer. Sehr gutes neues Material. Wir haben vergessen, in Folge 2 zu klären, wer die erste Nacht bei Jelis verbringen wird. Das erfahren wir jetzt in Folge 3 und es ist. Ich würde dich fragen, Yannick. Gerne. Ob du Lust hättest, bei mir zu schlafen? Klar will ich. Der Jugo ist bereit. Yannick, woo! Dann gebe ich dir jetzt den Schlüssel. Was? Man merkt ja gar nicht, wer in dieser Villa der Favorit ist. Sehr gut. Aber Yannick ist ein bisschen nervös, habe ich das Gefühl. Er fragt auch bei den anderen Boys in der Villa nach Tipps. Sei du, Bruder, fertig. Bruder, ich weiß nicht, ich habe immer ein schlechtes Gefühl. Also, was ist ein schlechtes Gefühl? Aber, Bruder, guck mal, ich sag jetzt ehrlich, Bruder, meine ganzen Themen hier sind. Bruder, jetzt realistisch, Bruder. Oder ist sie weit? Die anderen sehen das so gespannt. Es gibt so ein Lager, was es gar nicht lustig sieht, dass er die erste Nacht bekommt. Aber come on, das war auch ein bisschen absehbar. Die anderen geben ihm so Tipps und sagen ihm so, was sie machen würden und so. Finde ich ganz süß eigentlich alles. Ja, was willst du erzählen, Mann? Oder guck mal, wir sind dann. Wir sind alle wunderschön, weißt du? Mach dir einen schönen Abend, das war's. Mach dich im Kopf. Ja, wie gesagt, er ist super nervös, aber sein Bruder-Squad unterstützt ihn tatkräftig. Ey, also, ich meine, das ist gar nicht böse. Aber ist dieses Bruder irgendwie veranlagt in irgendeiner Sprache und das kam dann so rüber? Oder soll das so die Männlichkeit oder die Heteronormativität noch ein bisschen verstärken, damit alle wissen, ich bin hetero, ich bin nur Bruder. Ich weiß, es ist eine ernst gemeinte Frage, wo kommt dieses Bruder her? Es macht mich ein bisschen aggressiv und ich weiß gar nicht warum. Bruder, ich bin sehr nervös. Bruder, chill mal, was ist nervös, Mann? Jelis empfängt auf jeden Fall Yannick in ihrem Schlafzimmer. Die beiden essen zusammen, finde ich voll süß. Was? Nichts. Was denkst du so? Es geht so viel durch meinen Kopf. Was denn so? Ja, was denn wohl? Ja, musst du doch wissen, deine Freundin ist doch auch. Ach, Jelis, nein. Und ja, Jelis ist allgemein eine sehr skeptische Person, kann ich aber auch verstehen bei all diesem Format, wie bei ihrer Vorgeschichte. Sie wurde scheinbar sehr krass oft betrogen und immer wieder belogen und Co. Sie fragt sehr oft nach, ob Yannick eine Freundin hat. Ich wollte gerade sagen, ob er einen Freund hat. Wir sind ja aber nicht bei Prince Charming, eine Freundin. Du machst diesen Spruch einfach jedes Mal bei mir. Deine Freundin, das, deine Freundin. Ich mach das, glaube ich, bei allen. Okay. Du bist dir bei mir immer noch nicht sicher. Ich hätte niemanden zu 100% sicher. Ich begründe das Ganze auch damit, dass die sagt, du bist halt einfach ein Typ, auf den man gerne reinfällt. Aber trifft so eine Aussage nicht auf jede Person zu, so ein bisschen? Also, vielleicht will meine Stimme weggehen. Ich hoffe, wir halten hier durch, diese Folge. Ich hätte echt gedacht, dass ich so der klassische Single bin. Warum? Weiß nicht. Ich sehe einfach so aus. Yannick geht's nicht so gut. Er macht sich Tee mit Honig. Same habe ich hier auch gerade neben mir stehen. Yannick, I feel you. Honig ist wichtig. Tut mir voll leid, dass es dir nicht so gut geht. Soll ich lieber irgendwen anders zu mir nehmen? Also zum Schlafen? Ja? Und sie fragt ihn noch, was würdest du mit dem 50.000 Euro Gewinngeld machen? Er sagt, er würde seiner Mom ein neues Auto kaufen. Deiner Mom oder deiner Freundin? Du Bock hast ab in den Urlaub? Jetzt no. Du würdest aber deiner Mutter ein neues Auto kaufen oder deiner Freundin? Meiner Mom. Ich hab keine Freundin. Wenn du dich für mich entscheiden solltest, dann hätte ich auf jeden Fall Bock auf Urlaub. Ich glaube, sie ist so eine richtig eifersüchtige Ex-Freundin so im Leben. Wisst ihr, ich meine so? Mich gibt's nur mit Baby. Ja, ich habe eben schon gesagt mit Snow. Hast du gesagt? Ja, hab ich gesagt. Was? Dann hast du mich aber direkt unterbrochen, meinst du mit Freundin?
Trotzdem, ich finde die beiden mega cute zusammen. Ich sehe die beiden auch irgendwie da rausgehen. Ich habe das Gefühl, die machen es auch irgendwie so aus dem Bauchgefühl heraus. Ich finde es einfach cute. Ich finde trotz dessen, dass die wirklich nervt mit ihrem andauernden Nachfragen, was ich ein bisschen verstehen kann, aber es nervt wirklich, weil jeder zweite Satz ist, hast du eine Freundin? Ich finde, dafür gibt er ihr wirklich viel Push und gibt ihr viel zu geben einfach. Was war das für Deutsch? Er gibt ihr einfach wahnsinnig viel, auf dem sie bauen kann. Das finde ich wahnsinnig süß. Er ist sehr verständnisvoll und das mag ich. Sie ist bestimmt voll süß, ne? Sie ist voll süß. Ich habe ein Foto von ihr dabei. Jetzt hier. Dann gehen die Lichter aus und was ich voll süß fand, Yannick sagt so zu Jelis, ich mag dich. Das fand ich so süß. Ah. Ja, damit rumgemacht. Das hat er gut gemacht, würde ich sagen. Hat er gut gemacht. Es ist eines der schönsten Gefühle, begehrt zu werden, also zu merken, dass da jemand ist, der dich mag. Und dann wird geschlafen. Listen, es ist wichtig, es war ein langer Drehtag, man muss auch mal Energie tanken. Was da passiert ist, we don't know. Ob er etwas für mich empfindet? Ich würde jetzt sagen, nein. Stimmt, deswegen hat er auch gesagt, ich mag dich, aber okay. Weil ich kenne solche Männer einfach wie Yannick und ich falle immer wieder auf sie rein. Kann ich verstehen. Ich war auch sehr lange an so einem Punkt, wo ich einfach niemanden mehr an mich rangelassen habe, weil ich halt in meiner alten Beziehung sehr, nicht verarscht wurde, aber schon emotional sehr missbraucht wurde, wenn man das so sagen kann. Ich habe sehr lange die Mauern aufrechterhalten, aber ich habe auch gelernt, dass man niemanden Neues finden kann, wenn man diese Mauern immer als Ausrede benutzt oder als Vorwand benutzt, um sich nicht herauszutrauen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ich glaube, Yannick muss auch lernen, wieder vertrauen zu können. Ob die eine TV-Show die richtige Anlaufstelle dafür ist, ist bedenklich und fragwürdig. Aber hey, wir sind alle alt genug und können alle unsere eigenen Entscheidungen treffen, würde ich sagen. Neuer Tag, neues Glück. Yelis und das Drama ist zurück. Alle spekulieren so in der Villa, was in der Nacht so lief. Macht sie schon, wie sie gerade liegen, oder? Ja, trotzdem. Ich hab schon wieder nicht so welche Position haben sie gerade? Ja, das mit den Positionen. Also in der Partnervilla könnte man genau das mitbekommen haben. Oha. Was passierte heute Nacht wirklich? Yannick erzählt seinen Boys, seinen Brüdern so ein bisschen, was abging die ganze Nacht lang. Und Brian und Yelis talken so lange so ein bisschen. Meiner Eltern, also dass mein Vater sich nie gekümmert hat. Okay, war das schon vor, ganz früh, oder? Yelis redet so ein bisschen über die Trennung ihrer Eltern. Drei war, okay, haben sie sich getrennt. Das war viele Jahre schlimm für mich. Und ich fand das alles voll traurig und krass und schlimm. Und allgemein, dieser Smalltalk ist sehr deep. Aber sorry, diese Heuschrecken im Hintergrund haben alles versaut. Also ich habe mich dadurch auch immer ungeliebt gefühlt, ja. War nicht selbstbewusst, habe immer an mir rumkritisiert. Und das Gespräch war trotzdem ganz cute. Brian ist aber auch ein Cuter. Da muss man auch ganz klar sagen, Brian ist echt eine cute Maus. Aber ob das reicht, werden wir diese Folge erfahren. Ich sehe mich da auch ein bisschen. Nur einer kann Yelis Germany's Next Top-Boyfriend werden. Top-Boyfriend, okay. Es gibt ja immer so ein einschneidendes Erlebnis, sage ich mal, was dich wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückholt, oder? Ja, das weiß ich auch. Wir erinnern uns, die ganzen Singles in der Villa haben ja so heimlich irgendwelche PartnerInnen, also ein paar, nicht alle. Und die gucken das so ein bisschen in der externen Villa alles ein bisschen an. Und da klopft es an der Tür. Wir kriegen neuen Besuch. Neue Frauen sind im Haus. Hi, Pete. Gut, sehe ich dir auch. Hallo, Jessica. Ja. Wollt ihr was trinken? Gerne. Also sind noch mehr in dieser Villa nicht Single. So, what the fuck. Sollen uns bitte alle mal auf die Seite setzen hier? Die Jungs bekommen auch eine Nachricht in die Villa geschickt. Hallo, ihr wisst es vielleicht schon, ihr seid natürlich fantastisch anzuschauen, aber ab und zu geht es auch um die Kunst der Verführung und möglicherweise kann der eine oder andere von euch da noch ein kleines bisschen was dazulernen. Deswegen habe ich einen ganz besonderen Workshop für euch vorbereitet, einen Strip-Workshop. Sie kriegen einen Strip-Workshop, denn sie müssen ja alles am Abend eine Art Strip-Show bieten. Oh, da kommt mir schon was zugeflogen, denn euer Trainer steht hier gerade schon. Ihr könnt ihn noch nicht sehen. Ich kann ihn sehen und ich kann sagen, wow. Da war ich kurz neidisch auf die Yelis, dass Yelis einfach so eine Strip-Show bekommt. Wo ist meine Strip-Show, frage ich mich auch. Es wird garantiert lustig. Ja, zum Strip-Workshop, größter Respekt, sah wirklich gut aus. Ich bin voller Körperklaus, hat sich gereimt, das ist gut. Ich hätte es nicht geschafft. Und das sah wirklich gut aus, Respekt. Und dann, Leute, ging's ab. Da wurden Höschen feucht. Ich spreche jetzt nicht von mir oder so, aber allgemein gesprochen haben zwei Boys in die Villa, zwei neue Boys. Zwei neue Unbekannte. Schön. Nicht schlecht, oder? Voll. Ja. Da stehen schon Cocktails für uns. Hot. Hot, hot, hot. Vor allem Max. Neue Männer.
ne? Janis geht zu den beiden, also begrüßt sie. Ich glaube, sie hat auch schon gerochen, dass da neues Frischfleisch gab. Die Frau. Wie geht's dir? Na? Gut, und euch? Gut. Sehr gut, danke. Hi. Hi. Max, freut mich. Jelis, freut mich. Er hat jetzt noch einen Follower mehr auf Instagram. Auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Typen, die aber sofort auffallen. Also beide groß, die haben einfach Wiedererkennungswert und das gefällt mir. Und sonst? Ja, sie haben irgendwas geredet. Sie haben einen kleinen Smalltalk geführt. Aber Leute, ich habe hier blank stehen auf meiner Liste, weil ich nur auf Max geachtet habe die ganze Zeit. Schon jemand dabei, der dir gefällt? Es sind einige dabei. Also es sind wirklich alles unterschiedliche Männer. Ihr seid, bringt noch mal was anderes mit rein. Mhm. Wie groß seid ihr? Ja, Janis passt auch gut zusammen. Sehr gutes, neues Material. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Dann kommt aber die Detektivin Janis raus. Sie sagt zu Max, ich glaube, du hast eine Freundin. Denn an deinem Schuh da ist ein Haar. Wo? Da irgendwo. Eine. Bestimmt von Sam. Unser, wie heißen die, wo uns betreuen? Das ist auf jeden Fall ein langes Haar. Also ich scanne wirklich alles ab. Deswegen habe ich auch dieses Haar gesehen, was da immer noch hängt. Das ist gut so. Wer guckt bitte bei Max auf die Schuhe? Die Musik spielt doch um. Also, aber okay. Aber ich finde, er hat sich sehr gut rausgeredet. Er hat gefasst geantwortet. Ich glaube wirklich, er hat eine Freundin. Ich bin mir nicht sicher. Listen, wenn nicht, just call me. Also wenn es blond ist, dann ist es von Sam. Da ansonsten habe ich keins. Siehst du, wie lang ist das ungefähr? Ungefähr. Einmal kurz ins Labor, bitte. Dann kommen die anderen Boys von ihrer Strip-Workshop-Reise zurück. Und dann gibt es erstmal so ein bisschen eine Alpha-Tier-Begrüßung, um die Reviere zu markieren, um das mal so auszudrücken, Bruder. Bestens. Hi. Was geht, Playboy? Alles gut? Hi, see ya. Hi. Und dann gibt's einfach Beef am Tisch. Also ich blende das mal kurz ein. Ich habe es gar nicht gecheckt. Was ist da los? Ich glaube, die 5 Tage in der Villa sind schon langsam da oben angekommen. Ich habe das Beef gar nicht gecheckt. Was gab es da jetzt bitte für ein Beef? Was jetzt? Guckst du viel zu mir? Wieso denn? Ich analysiere alles so. Darf ich nicht analysieren? Dieses permanente Tuscheln ist halt. Ich verstehe so Leute nicht. Also, was soll das? Bruder, was ist los? Ey, darf ich hier reingucken oder was? Soll ich mal hier ausrasten? Soll ich mal den Krebel da raushängen lassen? Was soll das? Ich gucke hier auf den Tisch, die ganzen Leute, ist doch nicht schlimm. Ich hätte heulen können in dem Moment. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Und danach wird auch noch geredet drüber. Ich verstehe die Aggressivität überhaupt nicht. Hä? Du hast mich so angestarrt. Ich dachte, irgendwas ist. Wenn wir zum Beispiel ein Gespräch haben, guckst du ja auch so. Weißt du, was ich meine? Ist ja. Ja, normal. Ich merke. Wurde er jetzt in seiner männlichen Ehre gekränkt oder so? Ich hab. What happened? Ich habe ja jeden angeguckt. So. Ey, du reagierst so gereizt. Aber Elias ist ja scheinbar zum Glück reifer als alle anderen. Ich bin halt der Jüngste, aber vielleicht ein bisschen kopfreifer als ein paar Ältere. Ich hab nichts dagegen, ich bin auch jemand, der sich verspricht, aber in so einem Satz grammatikalisch reinzukacken war ein bisschen peinlich. Also ich dachte, das war ein bisschen peinlich. Ja. Und dann Leute, alle ziehen sich für die Strip-Show um. Kommentar dazu, wenn mich meine Ex die Tropf zieht. Und nicht nur die Ex. Sag ehrlich. Oder zieh doch keinen Umsatz. Ey, wenn es meine Ex sieht, die tropft, Alter. Brian holt Danielis ab in so einem tollen Feuerwehrmann-Kostüm oder so. Also da war nicht viel dran, aber still. Oh mein Gott. Was? Die Strip-Show beginnt und ich glaube, es war sehr hot, aber ich finde, der Schnitt hat es ein bisschen lächerlich gemacht. Also einfach, weil die Musik, finde ich, also war komisch. Und allgemein waren die Schnitte durchaus sehr fragwürdig. Ich habe eh das Gefühl, irgendwie jede Folge wird von einer anderen Person geschnitten, weil irgendwie jede Folge anders ist, habe ich das Gefühl. Ja, das Ende mit den Hosen war ganz nett, dieses Rutsch. Vielleicht hat Jelles ja getropft. Das war ja der Wunsch der Männer, I don't know. So, jetzt kommt der Moment, wir lernen endlich mal Max ein bisschen besser kennen. Also diese Einspieler immer, die so kommen. Jetzt ist Max dran. Ich bin Max, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Baden-Baden. Andere sagen, ich bin breit. Ich sage, es ist noch Aufbauphase. Du kannst mit mir jeden Scheiß machen. Ich bin für alles offen. Ja, listen, wenn es bei Alice nicht klappt, wie gesagt, Beschreibung, E-Mail-Adresse, schreib mir. Oder Instagram, in die Coabrell. So. Und der große Unterschied zu den anderen und zu mir, die anderen wollen gewinnen und ich werde gewinnen. Apropos Max, Janis hat noch ein bisschen Zeit heute Abend und die will sie effektiv nutzen und ruft Max zu sich ins Zimmer. Hätte ich auch gemacht. Und würde dich gerne fragen, Max, ob du Lust hast, noch ein bisschen zu mir ins Zimmer zu kommen? Gerne.
Ich bin da direkt eifersüchtig. Direkt. Und dann gibt's Smalltalk mit den beiden auf ihrer Terrasse. Und ich muss sagen, Leute, ich habe mich einfach noch mehr in Max verliebt. Voll der ruhige Mensch. So, also nicht negativ. Nee, nicht negativ. Also eher positiv. Okay. Aber du bist übel schwer zu lesen, so was du so denkst gerade oder so. Das sagen mir sehr viele. Das ist schwierig. Aber das ist doch gut. Ja, also es macht dich mega interessant. Normalerweise habe ich das Problem nicht. Max sieht gut aus. Er ist ruhig. Er ist kein Angeber und kann sich ausdrücken. Er kann reden. Nee, ich habe eigentlich echt eine gute Menschenkenntnis. Ich eigentlich auch. Obwohl. Sag das lieber nicht so laut, weil hier ist ganz schwierig, glaube ich. Und bei dir ist halt so, du siehst halt gut aus. Aber da muss ja irgendein Haken sein. Wo haben sie ihn gefunden und wo gibt's mehr davon? Und wie komme ich dahin? Ich glaube, er hat euch das vergeben, ne? So wie er sich. Also findest du ja hier wirklich den richtigen. Wer weiß. Vielleicht. Der Smalltalk ist wahnsinnig süß und die Alice wird so langsam verlegen, weil sie auch merkt, es tropft. Ich fühle mich sehr wohl in der Gegenwart von Max, bin allerdings ein bisschen nervös. Und dann kommt dieser Satz, der meine Höschen wieder feucht gemacht hat. Es tut mir leid, es kann es diese Folge nicht anders sagen. Manchmal bin ich einfach auch eine oberflächliche Bitch. Das sind wir, glaube ich, alle. Man kann nicht immer auf die innere Werte gehen, meine Stimme ist gleich weg. Bist. Obwohl ich so jung bin. Ja. Hast du schon mal junge Freunde? Einen Freund? Nee. Der Erste ist immer der Beste. Ja, dann gibt's einen Kuss. Wie kann man sich danach nicht küssen? Janik ist aber richtig mad. So, richtig, richtig mad. Dass Max im Zimmer war und er nicht. Und muss unbedingt mit Janis sprechen darüber. Hey, ich aber auch, Bruder. Ich hab gestern keinen mit dir geredet, ne? Ich hab gestern keinen mit dir geredet. Du auch nicht? Ich echt nicht, Digga. Er muss aber auch den Schlüssel abgeben für die Nacht, weil er war letzte Nacht in dem Zimmer, den Key bekommen. Jetzt ist ein anderer dran. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber könntest du damit leben? Also, wie wäre das für dich? Er sagt aber auch, er fände es nicht toll, wenn jemand anders bei ihr schlafen würde. Aber er versteht es, weil es die Show. Wie wäre das für dich? Das kann ich dir erst sagen, wenn es soweit ist. Ja, das ist ein bisschen verlegen aufgrund dessen, was Janik gesagt hat. Ich glaube, sie mag Janik doch sehr gerne. Ich hab toll vermisst, Mann. Wir hatten gestern gar keine Zeit zu reden. Und Janis fängt an allem zu zweifeln. So an allem. Auch an sich selbst. Ich habe langsam das Gefühl, sie ist einfach die Falsche für diese Show. Also, ich verstehe dieses Zweifeln und Co., aber wenn man so eine krasse Vorgeschichte hat und wirklich immer an die Falschen gerät, ach, dann geh doch nicht in so eine Show rein. Also, ich würde allgemein da nie mitmachen und ich verstehe auch die ganzen Partner nicht, die vergeben sind. Also, Singles, okay, go for it, so. Abenteuer und so, ne? Man kann auch Glück haben, eine große Liebe finden. Aber Partner, die da reingehen, was wollt ihr euch beweisen? Was wollt ihr euch beweisen? Und auch Jellis, was willst du dir beweisen? Also, es ist ja wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Imagine, du verliebst dich halt über Kopf, gut, das sind auch nur 10 Tage Drehzeiten, aber still. Und dann ist die Person vergeben. Du vertraust doch wieder niemandem lange, oder? Also, bitte. Ich weiß. Die PartnerInnen, die noch da sind in der anderen Villa, reagieren so ein bisschen auf den Kurs mit Max. Ich sag, sie geht aufs Ganze jetzt schon. Das ist schon auch krass intensiv. Und die Blicke entgleisen. Sie entgleisen. Vielleicht aus Eifersucht, ich weiß es nicht. Und es war nicht dann nur so ein guter Nachtkuss. Aber Leute, seid doch froh. Dann sind eure Partner nicht die, die so hier gerade rumzüngeln. Oder doch? Ich meine, wir wissen es nicht. Es werden noch Spiele gespielt, die ich nicht verstehe. Also, was sind die Regeln? Ermin springt nackt in den Pool und Max muss Jellis küssen. Das ist so eine Challenge, die sie ihm ausgesucht haben. Findet Janik aber gar nicht lustig. Mega, also. Man muss aber auch sagen, Max hätte sie auch zärtlich küssen können, so ein Schmatzer oder so. Aber nein, er geht full on drauf mit Zunge und wird rumgemacht. Er musste kurz sein Revier verteidigen. Dann wurden die Spiele scheinbar abgebrochen. War vielleicht zu hot, ich weiß es nicht. Und es gibt noch eine iPad-Nachricht von der Kommissarin. Meine Lieben, es wird jetzt bald wieder spannend. Der zweite Showdown steht nämlich kurz vor der Tür. Der nächste Mann wird schon bald die Villa verlassen. Der Showdown beginnt wieder. Wer muss die Villa verlassen? Das ist noch vieles mehr in der nächsten Folge. Die brechen immer richtig doof ab, die Schweine. Ich sag's, wie es ist. Für wen endet der Weg in Jelis Herz oder in Richtung der 50.000? Ich fand die Folge unfassbar gut und hot. Und ich freue mich wahnsinnig auf Folge 4. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich glaube, es geht hot weiter.
Hallo. Schreibt mir gerne mal, wie ihr die Neuen so findet, wie ihr die Kandidaten so findet. Ich würde sagen, bis nächste Woche oder noch diese Woche. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.